Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ja, meine lieben Freunde, das hier ist jetzt ein Unboxing von meinem neuen Fernseher, den ich mir zugelegt hatte. Ich hatte euch ja auf Facebook gefragt, ob ich dazu so eine Art Unboxing machen soll. Da meinten viele von euch, ja klar, mach das. Da habe ich mir gedacht, ja, machen wir das auch. Ja, hier sehen wir das gute Stück, hör mal, Junge, der Karton, der passt da gar nicht mehr fast ins Bild rein, ne? Ja, ich habe meinen Fernseher, meinen alten, schon über 4 Jahre gehabt und ich dachte mir, jetzt wird mal endlich mal Zeit, sich einen 3D-Fernseher, LED-Fernseher sich mal zuzulegen. Ja, da habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal direkt diesen Sony hier. Natürlich habe ich auch davor einige Wochen verglichen, welcher Fernseher so zurzeit Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Budget so der beste ist. Und da ist der mir natürlich direkt aufgefallen. Ich war natürlich auch bei Saturn, Mediamarkt, habe mir da alles angeschaut, mich beraten lassen und ja, da kam ich natürlich zu der Endzusammenfassung, dass ich mir diesen Fernseher zulegen werde. Den kann man oben rechts auch noch lesen, dass es der offizielle FIFA World Cup 2014 Fernseher für Brasilien ist. Ja, lass mal zu sagen, 55 Zoll ist er groß, also ganze 139 cm LED-Fernseher, richtig schick verarbeitet. Das werde ich am Ende euch nochmal zeigen, wie schön der verarbeitet ist, besser als so ein Samsung-Fernseher und sowas. Es gab natürlich auch Fernseher von Samsung, die kosten 1000 Euro, aber die würde ich mir eher nicht holen, weil ja, da kannst du lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, so 1500 um den Dreh. Ich musste lange dafür sparen, wenn ich ehrlich bin, hab mir jetzt endlich den leisten können. Und ja, wie gesagt, Samsung würde ich mir eher nicht holen. Das Bild ist natürlich auch ganz gut, aber hier natürlich die Farben brillant und Sony ist ja sowieso bekannt für richtig gute Fernseher und ja, also ich kann euch den nur empfehlen. Ich werde auf jeden Fall am Ende nochmal kurz den Fernseher zeigen, wie der aussieht, wie der verarbeitet ist und so weiter. Wenn ich euch jetzt am Ende das Bild zeige vom Fernseher, dann wird man das natürlich eh nicht so gut erkennen können, weil wie soll man über Kamera zeigen, dass der Fernseher eine gute Quali hat? Da muss man sich schon selbst im Real Life überzeugen lassen. Also falls ihr auch euch einen neuen Fernseher holen wollt, kann ich euch nur Sony Bravia empfehlen, KWL oder sowas heißt es. Ja, dann würde ich sagen, packe ich den Fernseher gleich erstmal aus mit meinem Vater zusammen in Ruhe und dann geht's natürlich weiter, ne? Weil wie soll ich den hier rausholen, ne? Man ist ein riesen Teil, aber oh, richtig geil, ey. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. Ah, cool, schön ist wieder geholt, das Schlachtmesser, perfekt zum Aufmachen. So, jetzt machen wir den Fernseher erstmal hier auf. So, warte mal, ja, ist schon ein bisschen offen. Oh, super. Ja, das obere ist schon mal geöffnet. Das heißt, wir müssen nur den Fernseher raustragen und dann packe ich ihn gleich mal am Daddy aus, baue den zusammen, zeige euch gleich, was da alles so schön so drin ist und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Lieben. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da bin ich auch schon wieder. Der Fernseher steht jetzt endlich. Ich habe den gerade mit meinem Vater zusammengebaut. Ey, wisst ihr, was das für ein Monsterteil ist? Einfach nur unglaublich. Ja, dann wollte ich euch mal jetzt alles zeigen, was da so Schönes drin ist. Das ist ja schließlich ein Unboxing-Video. Ja, also hier haben wir die erste Fernbedienung. Der Fernseher hat insgesamt 2 Fernbedienungen. Das ist die erste. Hier könnt ihr euer Handy drunter legen. Der Fernseher erkennt dann euer Handy und dann könnt ihr euer Handy auf dem Fernseher steuern. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie ein Video zeigen wollt auf Vollbild, hier legt ihr es kurz unter dieser Fernbedienung. Der Fernseher erkennt das und zack, könnt ihr einfach gucken. Also ist auf jeden Fall ein cooles Feature, weil ist mir gerade die Fernbedienung fast runtergefallen. Dafür ist die erste Fernbedienung da. Damit könnt ihr auch umschalten und so weiter. Also ist halt so eine kleine Fernbedienung, falls man die große nicht braucht. Ja, dann natürlich hier die große Fernbedienung. Die packe ich mal eben aus. So. Die ist auf jeden Fall auch recht schick. Alles dabei, Knöpfe, auf jeden Fall cool gemacht. Sieht von hinten auch cool aus, cooles Design, kann man sich nicht drüber beschweren. So, die ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, als nächstes haben wir dann hier, wie ihr sehen könnt, die 3D-Brillen. Passiv-3D hat der Fernseher. Es gibt ja Passiv und Aktives. Passives ist, wenn die Brillen so eine Art Batterie in sich haben, die man aufladen muss und die man dann aktivieren muss. Also ich finde ehrlich gesagt, passiv ist besser. Habe ich mir auch beides angeguckt im Saturn bzw. Mediamarkt und da fand ich einfach, das Passive war angenehmer. Kriegt man auch keine Kopfschmerzen von und sowas. Ja, hier sind die 4 3D-Brillen drin. Kann ich mal zeigen, wie eine aussieht. So, könnt ihr sehen, ja. Ist halt so eine einfache, sieht fast aus wie eine Sonnenbrille. Da könnt ihr auch die Brillen aus dem Kino verwenden. Ist auf jeden Fall recht chillig gemacht. 4 Stück sind dabei, reicht auf jeden Fall. Und falls mal 5 Personen kommen, keine Probleme. Geht ihr einfach ins Kino, lasst eine mitgehen in der Tasche. Sagt, ich habe keine mehr, ey. Und dann packt ihr euch einfach die Brille mit. Ja, dann haben wir natürlich noch hier die Gebrauchsanweisung drin mit Batterien. Also Batterien sind natürlich auch dabei. So, machen wir das Ganze mal auf. Ja, dann noch hier irgendwelche Sticker,
Quickstart Guide wird euch alles erklärt. Also ihr wisst halt Gebrauchsanweisungen und so weiter. Ja, das war alles, was in diesem Fernseher drin war. Natürlich gab es auch noch 2 Jahre Garantie. Preislich liegt der Fernseher ja zwischen 1400, 1600 Euro. Also ist schon ziemlich teuer. Aber ich sag's euch, Freunde, der Fernseher ist echt in sich. Ich zeige euch auf jeden Fall auch gleich mal, wie das Ganze aussieht. Aber ich zeige euch nichts, was im Fernseher läuft, weil dafür habe ich ja nicht die Erlaubnis. Ich zeige euch einfach direkt das Menü. Also ich habe noch nichts hier eingestellt oder sowas. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich direkt wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, ich dachte, mit dem Rest des Videos filme ich mit dem Handy, da die Kamera dort einfach viel besser ist. Die Soundqualität ist jetzt nicht besser, weil es nicht das T-Bone-Mikro ist. Aber hier kann ich euch besser den Fernseher präsentieren. So, das ist der Fernseher. Sieht auf jeden Fall recht schick aus, richtig groß. Wenn man sich von der Couch hinsetzt, also komm, wie geil, wie fett das einfach nur aussieht. Richtiges Monster-Ding. Da rechts mein Laptop, ganze Desktop voll Schrott und so. Ja, da unten noch die ganzen Dinger da und so weiter. Also bei mir ist alles unaufgeräumt. So, zeige ich euch meinen Fernseher von der Seite. Also guck mal, da kann man sich echt nicht drüber beschweren, wie dünn der ist. Also ist der LED-Fernseher, hat natürlich auch wie gesagt 3D-Funktion. So, ja, ich bin jetzt hier im Menü drin. Und hier, ja, Xbox One, die normale Xbox, Receiver, also alles ist dafür vorgesorgt. So, hier könnt ihr euch nochmal vorne angucken, ist hier noch ein schönes Sony-Zeichen. So, dann würde ich sagen, mach ich auch gleich direkt mal das Licht aus und zeige euch mal, wie das dann aussieht. Dann ist das natürlich noch geiler, bis gleich. Ja, meine lieben Freunde, so sieht's aus, wenn das kleine Licht bei mir an ist. Ist auf jeden Fall echt top. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles genau erkennen könnt, aber auf jeden Fall sieht das echt geil aus mit dem weißen Fernsehtisch. Da habe ich natürlich die ganzen Konsolen drin. In der Mitte ist noch Platz, da kommt natürlich die PS4 rein. Die werde ich mir jetzt demnächst auch zulegen. Hier, ja, also der Fernseher ist auf jeden Fall schon ein Monster-Ding. Da kann man sich echt nicht drüber beschweren. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann von dem Unboxing-Video. Der Fernseher heißt Sony KDL 55W805. Habe es auch nochmal in den Titel und die Beschreibung geschrieben. Also falls ihr euch den zulegen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Den kann ich euch nur empfehlen. Ich habe mir bei Mediamarkt Saturn die Meinungen von den ganzen Typen da geholt. Und natürlich auch selbst das Bild getestet vom Fernseher, von Blu-Rays, vom Zocken. Also habe ich da alles ausprobiert. Und dafür ist der Fernseher einfach ideal dazu geeignet. Der kostet zwar richtig viel, 1400 bis 1600, aber dafür kriegt man natürlich auch was Ordentliches geboten. Samsung ist natürlich auch nicht schlecht. Falls ihr jetzt sagt, ja, ich will einen großen Fernseher, aber ja, das reicht mir schon, wenn ich einen Samsung habe, dann holt euch einen Samsung. Aber der hat natürlich auch nicht so ein schickes Design, also wie der Fernseher hier, sieht billiger verarbeitet aus und so weiter. Also ich habe mir gedacht, ich wollte mir erstmal einen Samsung holen, Freunde. Ganz ehrlich, Samsung oder Philips. Und ja, da habe ich mir gedacht, da packe ich einfach lieber ein paar Scheine mehr drauf und habe einen richtig geilen Fernseher, von dem ich auch längere Zeit was habe und nicht mich dann beschweren muss, wie der aussieht oder sonst was. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch von diesem Unboxing-Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Euer Öni ist raus. Und ja, wir sehen uns dann, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade sehen, auch wenn das ein bisschen dunkel ist. Ja, auf jeden Fall, haut rein, meine Lieben. Euer Öni ist raus und ciao.